Guys, willkommen zurück zu Bandy and the Dark Revival. Ursprünglich sollte The Joy of Creation wiederkommen. Allerdings fickt mich komplett dieses zweite Level. Und ich habe jetzt schon über eine Stunde aufgenommen und ich krieg's einfach immer noch nicht hin. Ja, das habe ich gedacht, komm, wir machen einfach weiter hiermit. That's one leap of faith I definitely won't make. Finden einen Weg über den Abgrund. Nein, mir fehlen noch zwei Sätze von denen da. Hier ist was. Das Ding hat meine Batterie gefressen, was kann ich jetzt hier? Oh! Das ist ein Joke, oder? Was macht denn dieser Freak da? Ah, den kann ich schieben. Jawohl. Zack, zack. Und jetzt ist offen hier. Die Fights sind auch fun. Können wir ihn bannen? Jawohl! Wo können wir denn hier lang? Hier ist noch ein bisschen Zeugs. Hier gehen langsam die Lichter aus. Ich weiß es. Sachen werden in Kisten verpackt. Werkzeug verschwindet. Man kann die Panik im Studio förmlich riechen. Aber wir von Jen sehen einfach von den Schatten aus zu. Wir verschließen die Türen und forschen weiter. Mr. Gray hat uns schon per Augenzwinkern signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Wenn ein Schiff sinkt, läuft ein anderes vom Stapel. Ich muss in dem Chaos nur dafür sorgen, dass meiner Tintenmaschine nichts passiert. Sie ist der Schlüssel zu unzähligen Entdeckungen. Thomas Corner. Den gab's auch schon in Benny in Link Machine. Was haben wir hier? Studio Tour 1. Here's where the magic is made. I'm Joey Drew, and our story begins quite literally in one of our many writers' rooms, just like this one. That's right. All your favorite Bendy cartoons are born right here. When it's complete, the script finds its way to our many artists in the art department. You'll be seeing our real Joey Drew Studios team hard at work on our tour of Animation Alley very shortly. Bendy begins to walk and dance. It's really quite fantastic. Before long, we have our finished cartoon, all ready for the boys in the sound department to take over. Okay, das ist cool. Let's make one more quick stop into our award-winning editing room. It's Carl, one of our editors. Carl always has lots to do, but he always gets it done on time. Hang in there, Carl. Okay, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. What the fuck? Hi. Bendy? You're real? Oh, this is amazing. It's okay. I won't hurt you. I promise. It's okay. See? I'm your friend. I won't hurt you. No! Bendy! Don't knock. Can't come in until you bring me my pictures. Is that you, Phil? I told you I'm not opening the door until you bring me my pictures. I want them back. Durchsuche die Animation Alley nach Bildern. Die Animation Alley ist doch da, wo ich in der letzten Folge war. Animation Alley this way. Animation Alley. Ah ja, hier steht's auch, ich bin einfach nur lost. Dann tue ich mal mein Bestes. Ich finde die aber nicht! Hä? Warum kann ich die Tür denn jetzt öffnen? Ich stand eben davor!
Finde ich hier jetzt die Bilder von ihm? Wahrscheinlich schon, right? The power belongs to him. Auf jeden Fall komme ich mal irgendwo weiter. Er hat allsehende Augen, alles zerfetzende Krallen. Sein Flüstern lässt seinen Geist in einem dunklen Abgrund fallen. Lausche deinem Herzschlag, dein Untergang naht. Denn der Tintendämon ist zugleich Teufel und Potentat. Seine Macht ist immens, wird alles übersteigen, so groß und gewaltig, wie wir sie nie begreifen. Der Tod ist schnell und liegt schon auf der Lauer. Sein Reich wird deine Furcht lange überdauern. Hä, wie geil ist das denn mit dem Reim übersetzt worden? Hä? Wer hat das Licht ausgemacht? What? Dieses Voice Acting vom Ink Demon ist ja mal mega cool. Gott, ich dachte. Oh! No. Eine Badeente, die schon bessere Zeiten gesehen hat. Der liebenswerte gelbe Geselle hat viele Körperwäschen begleitet. Oh. Audrey. 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 Oh, hi Carl. Kapitel 2, das Reich des Dämonen. Bilder eingesammelt. Okay. When you animate, it's so much more than just motion. It's a way of life, an art, a passion. Each tiny movement is an emotional trigger to the audience. Get it wrong, and you will lose them. You must live the characters and to draw them. You must feel the motions in your mind. Act them out around your room. Today, I'm a clock. A dancing timekeeper. Tick tock, tick tock, tick tock. Watch my movements. See my frames of animation. I have so many characters to animate yet. Thousands of frames to go. But for now, I'm just a clock. Tick tock. Tick tock. Oh Gott. Er ist nur eine Uhr. Ich glaube, dass der Typ, der da drüben hängt, kann das sein. Also sicher hängt hat. So noch was. Gib her. Oh! Sorry. Oh! Ich glaube, ich sollte das Spiel vielleicht doch mehr ernst nehmen als Benny the Ink Machine. Okay. What the fuck? Da kann ich auch noch durch. Hä? Wie bin ich denn jetzt wieder hier gelandet? Da kann ich auch noch durch. Soll ich mich denn hier je zurechtfinden? Ey, ich finde diese Bilder doch niemals. Da kann ich doch den Schalter umlegen. Richtig, Mann. Das ist der Rückweg. Ja, 1, 2, 3. Mir fehlt jetzt noch das und das. Zwei Bilder noch. Da ist das letzte Bild. Aber das dachte ich mir schon, dass er dann wieder kommt. Hey! Ich hab deine Bilder geholt, du
Pisser. Nur damit mir jetzt eine reinhaust? Was soll der Scheiß denn? Niemand will meine Bilder sehen. Ich habe so lange und hart daran gearbeitet. Und es sind alles meine, ganz eigene Werke. Ich werde sie zwingen müssen, sie sich anzusehen. Dann werden sie merken, wie talentiert ich bin. Aber was, wenn jemand sie sieht und mir dann all meine kostbaren Ideen stiehlt? Nein, das können sie nicht. Das sind meine Figuren, meine Originale. Niemand darf sie stehlen. Niemand. Okay Leute, ich würde die Folge dann hier mal stehen lassen. Ich habe heute nicht so viel Zeit wie in der letzten Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mir gefällt das Spiel immer mehr. Bis dann und ciao.